Mein Name ist Jan-Philipp Hahn. Ich war in Kamerun für 11 Monate und genauer gesagt in einer sehr großen Stadt in Douala. Ich war dort in der Organisation für benachteiligte Jugendliche und es ging vor allen Dingen um Ausbildung und Berufsorientierung. Ich habe heute ein Shirt an, das ich mir schneidern lassen habe in Kamerun anlässlich des 8. Märzes. 8. März ist der internationale Tag der Frau und ein großes Fest in Kamerun. Und ich war dort und habe das miterlebt, dass die Frauen das sehr gefeiert haben, aber die Männer gar nicht. Also eine sehr, sehr patriarchische Gesellschaft. Und ich wollte ein Zeichen setzen. Und als Mann habe ich mir dieses Shirt mit dem Stoff des 8. Märzes schneidern lassen und auch getragen als Zeichen der Solidarität. Mir hat es ja persönlich sehr viel gebracht. Ich denke, dass ich auf meiner charakterlichen Ebene sehr gereift bin, dass ich sehr erwachsen geworden bin, dass ich gelernt habe, anderen Menschen zuzuhören, andere Menschen so anzunehmen, wie sie sind, aber auch auf Menschen zuzugehen, Initiative zu ergreifen und nicht passiv zu sein. Ich würde auf jeden Fall euch, die ihr euch interessiert, dazu raten, dass ihr euch wirklich sehr intensiv darauf vorbereitet. Sobald ihr eine Zusage habt, nehmt euch Zeit und bereitet das Jahr sehr gut vor, weil es handelt es ni sich nicht um ein Abenteuer. Es ist wirklich eine lange Zeit in eurem Leben, die sehr intensiv ist und die auch Vorbereitungen benötigt.